Du und er und ihr und euer Wirrwarr und das Drumherum, der Liebestaumel, die Sehnsucht, die Enttäuschung und die Fragezeichen. Das schauen wir uns heute einmal wieder mehr an. Ich bin zurück. Sorry wegen gestern. Da gab es kein Video. War alles ein bisschen Tohu Wabohu und hektisch. Aber heute bin ich wieder am Start und wir schauen in die Karten. Wir wollen Energien haben rund um das Thema Liebe bei dir und bei deinem Wunschpartner, Ex-Partner, Herzblatt. Was du denn da so gerade ja in Sachen Liebe um dich herum hast, wo du das Gefühl hast, irgendwie ist es komisch, geht nichts vorwärts, irgendwie hakt's und hängt's und bremst und zieht sich wie Kaugummi. Da schauen wir jetzt auf jeden Fall mal rein. Ja, und ansonsten hoffe ich, es geht dir gut. Du genießt ja trotzdem deine Zeit, ne? Ist immer wichtig. Ja, ich habe gerade ein Thema Liebe im Kopf. Das ist irgendwie gar nicht so schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, aber ich bin ja auch noch da, beziehungsweise du bist ja auch noch da, ne? Gehst deinen Weg, mach deine Sachen, tu dir Gutes, betreib schön Selbstfürsorge, dass du sagst, gut, ja, wenn es wäre es schön gewesen, wenn nicht, gut, soll es vielleicht so sein, dass ich jetzt schauen darf, dass es mir gut geht. Aber wir schauen jetzt erstmal in die Karten rein. Was gibt es denn da so Schönes zu sehen? So, ich habe jetzt natürlich wieder nicht nach dem Akku geschaut. Der wird schon noch durchhalten. Und dann geht es auch schon los. Wir wollen hier gar nicht lang rumsabbeln. Deswegen wollen wir eine Themenkarte haben. Was ist denn da gerade so zu sehen bei euch beiden in der Energie? Und da bin ich schon gespannt. Die Themenkarte, die da oben fällt, immer wichtig, dass man mal sieht. Aha, darum geht es jetzt also. Ja, schau mal einer an. Was haben wir denn da? Oh, okay, da ist schon der Ritter der Kelche. Natürlich, euer Thema. Dein Thema natürlich, ja. Kommt der jetzt mal irgendwie auf mich zu? Oder kommt er nicht auf mich zu? Gibt er sich mir hin? Ich möchte mich gern ihm hingeben. Ja, auch so eine Karte für, auch für Sinnsuche, ne? Was dann sein Thema vielleicht sein könnte. Ja, also du bist schon in seiner Energie. Das sehe ich ja jetzt schon an der ersten Karte mit dem Ritter der Kelche. Da geht es eigentlich für mich immer darum, ja, da kommt jemand auf dich zu. So, also das ist ja schon mal eine tolle Karte, wo ich dir sagen kann, läuft so weit. Jetzt fragst du dich bestimmt, ja, was labert denn der? Ja, kommt ja gar keiner auf mich zu. Ja, das werden wir jetzt im Raufe des Readings erfahren, was ihn denn da so hemmt und bremst. Ja, vor allem, was macht das mit dir? Was kannst du für dich tun? Das schauen wir uns jetzt an. Also, das ist ja unglaublich. Jetzt sind schon wieder die zwei Stäbe gefallen. Die hüpfen jetzt fast täglich aus meinem Deck. Immer noch in der Kollektivenergie. Und ich sage dir, in der Kollektivenergie ist momentan super viel los. Es kommt zusammen, wird zusammen gehört. Es trennt sich das, was sich trennen soll. Und dazu braucht es auch ja die Entscheidung dazu. Ja, also diese beiden Stäbe heißt, in die Ruhe zu gehen, nochmal nachzudenken, etwas zu entscheiden, ja, bloß nichts überstürzen, aber dann schon seine Entscheidungen treffen. Na, es ist immer wichtig, dass man im Leben seine Entscheidungen trifft und nicht alles ständig irgendwo auf die lange Bank schiebt und sagt, ja, ach Gott, ja, das schaue ich mir vielleicht mal irgendwann an. Dann bleibe ich eben in meinem Liebestaumel gefangen, mache ich lieber gar nichts, bevor ich jetzt das Falsche mache. Aber wenn man die beiden Karten so anschaut, ja, auch er ist in seiner eigenen Verwirrung drin. Ne? Also wenn ich jetzt mal bei ihm hier reinschaue, seine erste Energie, die ich reinbekommen darf, momentan, okay, ich muss was tun, nur ich habe keine Ahnung was, beziehungsweise habe ich vielleicht auch keine Ahnung wie. Hast vielleicht in der letzten Zeit das Gefühl gehabt, dass dein Herzblatt irgendwie nicht so ganz auf der Höhe war, dass du vielleicht schon gemerkt hast, ja, der ist irgendwie auch ja abwesend, geistig, ne, und kommt nicht vorwärts, kommt nicht rückwärts und entfernt sich vielleicht auch schon so ein bisschen von dir, dann ist das der Grund, weil er gerade für sich seine Entscheidungen trifft. Ich glaube, der ist momentan nicht so ganz auf Kurs, vielleicht mit sich selber. Vielleicht hat es mit dir auch gar nichts zu tun. Ja, oder man hat ihn in die Verwirrung gebracht, ne? Also im Kopf des Mannes, da gehen immer ganz viele verschiedene Dinge vor sich.
Viel Käse, aber auch viel Sinnvolles. Und wenn da beides aufeinander trifft, ja, dann schaut der Mann da auf das Labyrinth und denkt sich, ich muss jetzt mal meine Entscheidungen für mich treffen. Es geht aber schon mehr in die Richtung, ja, auf dich zugehen, weil wir haben ja hier oben auch den Ritter der Kelche. Der Ritter der Kelche, da geht es schon drum, da kommt einer auf dem hohen Ross. Also nicht, dass er auf dem hohen Ross sitzt, vielleicht tut er das auch. Aber da kommt einer auf dich zu und sagt, hier gebe ich dir jetzt mal meinen Kelch der Liebe. Was machst du damit? Und bei dir? Okay, haben wir auch eine schöne. Das ist der Page der Münzen. Ja, beim Pagen der Münzen. Ich sehe schon, dass du vielleicht die Chance, die sich dir bieten würde, mit ihm nutzen würdest. Also ich sehe schon, du wartest schon doch so ein bisschen drauf, dass er auf sich herauskommt, dass er vielleicht auf dich zukommt, kommst, dass du die Gunst der Stunde nutzen kannst. Also ich sehe schon, du weißt vielleicht schon, okay, der hat gerade seine eigenen Themen. Oder der ist gerade nicht so ganz im, ich gehe jetzt in die Partnerschaft, Modus drin, sondern du wartest hier so ein bisschen auf die Chance zu ergreifen, wenn er mal klarkommt. Vielleicht fühlst du und spürst du, oder vielleicht weißt du ja auch, dass er gerade hier wichtige Entscheidungen in seinem Leben trifft, möglicherweise dann ja auch in Sachen Partnerschaft, wo er sich selbst in die Verwirrung gebracht hat. Und das geht schnell. Der Mann kann sich selber schnell verwirren. Na, da geht es erstens mal darum, kennenlernen schön, ja, noch näher kennenlernen schön. Dann kommt irgendwann der Peak hin zu der Erkenntnis, oh, das geht ja jetzt in eine Partnerschaft. Und dann geht es schon los im Kopf. Dann geht es, ach ja, genau, Partnerschaft, stimmt. Da muss ich jetzt mal nachdenken. Was wäre, wenn? Wie wird was? Wann wird wie, wo, was? Mit wem wird denn wie, wo, was? Denk, denk, denk und schon ist man da auch im Labyrinth gefangen. Mit dem Brief, ja, ich glaube, so ein bisschen fehlt dir hier die Klarheit von ihm. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich diese Karten sehe, Brief, Stern, das ist Kommunikation in Bezug auf Erkenntnisse und Klarheit. Kann mir vorstellen, dass dein Wunschpartner dich vielleicht irgendwo ja auch im Dunkeln oder in der Ahnungslosigkeit hat sitzen lassen. Vielleicht vermisst du von deinem Wunschpartner auch das klärende Gespräch. Na? Wenn du jetzt so einen hast, der nicht aus sich herauskommt, der kein Gespräch mit dir führt über das, was bei ihm gerade los ist, dann bist du wahrscheinlich hier genau richtig. Das ist ein Mann, der klärt gern seine Themen mit sich selber und kommt vielleicht deshalb auch gar nicht so sehr aus sich heraus. Und deswegen, ja, bedarf es dir hier schon nach Kommunikation und nach Klärung und nach Erkenntnissen, na, dass du vielleicht hier weißt, ich möchte gern die Chance beim Schopf ergreifen. Ich weiß ja aber gar nicht, wo der Schopf ist, na, weil er dir nicht gesagt hat, wo der Schopf ist. Okay, dann schauen wir mal weiter. Was sehen wir denn da noch so? So. Naja, da in seinem Herzen die Herrscherin. Also da bist du definitiv aufgetaucht. Schönheit, Sinnlichkeit, ja, Fürsorglichkeit, Selbstbewusstsein. Also er nimmt dich schon als die Herrscherin wahr und vielleicht herrschst du auch über seine Gefühle, na? Weil das ist ja jetzt die Herzenergie, die da gefallen ist, wo ich dir sagen kann, ja. Sein Thema momentan absolut, du bist in seinem Herzen, du hast hier quasi die Kontrolle übernommen, hast ihn irgendwo auch in die Verwirrung reingebracht, oder er hat sich selber in die Verwirrung reingebracht, aber auf jeden Fall in seinem Herzen bist du eine Frau, mit der man definitiv eine länger oder eine langfristige Beziehung planen kann, ne? Eine Frau, die im Leben steht, die ihre Sachen selber macht, die ja eigentlich niemanden braucht, weil sie einfach Herrscherin über ihr eigenes Leben ist. Na? Da kommen viele Männer ja auch nicht damit zurecht. Na? Viele Männer wollen dann immer der Herr im Haus sein. Na? Wie kannst du nur selbst deine Sachen machen? Aber ich finde es gut, na, wenn die Frau auch ihr selber mitten im Leben steht und ihre ganzen Sachen auch selber machen kann oder könnte. Na? Und da bist du also als eine solche in seiner Herzenergie gefallen. Mit dem Reiter, das ist die positive Nachricht,
der positive Ausgang und die Störche, das ist die positive Veränderung. Also wenn es um dich geht, im Herzen deines Herzblatts, Herzen, Herzblatt, dann sind da nur gute Energien. Also er möchte schon eine positive Veränderung, er möchte Umbruchwandlung, Leichtigkeit, er möchte auch dich als die Herrscherin haben, so genau wie du bist. Na, aber wir sehen schon, in seinem Kopf ist er gerade nicht in der Lage, dir das zu geben, was du eigentlich verdienst. So, und da passt für mich diese Karte ganz gut dazu. Da geht es eigentlich um Geben und Nehmen und um Ausgewogenheit, aber für mich gibt da ein viel zu reicher Mensch, einem viel zu armen Menschen lediglich ein paar Brotkrümel ab. Das heißt für mich jetzt hier, dass du im Herzen auch schon das Gefühl hast, okay, da kommt nicht genug von ihm. Ja? Er könnte oder würde es dir vielleicht gerne geben, wenn er hier oben im Kopf nicht so vernagelt wäre und dauernd darüber nachdenken müsste, ja, wegen was bin ich denn hier jetzt eigentlich in der Unklarheit, was kann ich für mich klären, was kann mein Weg sein, was hätte ich gerne gemacht, gehabt, getan. Ja, also da ist er schon mehr im Kopf unterwegs. Und würde er denn nur auf sein Herz hören, dann würde das bei euch beiden wahrscheinlich viel, viel, viel schneller vorwärts gehen. Aber das ist immer das Leid des Mannes, der denkt halt auch immer gerne mal so ein bisschen mehr nach, als er eigentlich sollte. Huch! So, okay, was sagt dein Herz noch? Dein Herz sagt, okay, diese Schwierigkeiten, diese Hürden und Blockaden, die ich bei dir wahrnehme in Bezug auf deinen Partner, ja, die sollen aufhören. Dein Herz sagt schon, ich möchte gerne mehr als diese paar Brotkrümel von ihm haben. Ich möchte, dass diese Schwierigkeiten, diese Hürden, diese Blockaden zu Ende gehen, dass das nicht vorwärts geht. Dass man immer wieder an einen Punkt gerät mit diesen Menschen, wo man auf einmal merkt, hä, jetzt geht's ja schon wieder nicht weiter. Na? Also kannst denn nicht mal einfach flutschi flutschi schön nach vorne gehen? Das wäre doch mal eine ganz tolle Sache. Wir schauen mal, was wir da sonst noch sehen. Also ich kann dir sagen, aktueller Stand bei euch beiden, ja, es geht schon drum, aufeinander zuzugehen, ja. Während er noch ein paar extra Runden im Labyrinth dreht, sagt sein Herz aber eigentlich schon auch, Mensch, Junge, schalt doch endlich mal den Kopf aus, ja. Und das, was du hier fühlst, ist auch richtig. Du darfst schon schauen, hä, kommt von dem genauso viel zurück, wie ich gebe, ja, oder bin ich die ganze Zeit nur am Machen und am Tun? Na, also da darfst du schon schauen. Und in der nächsten Zeit nehme ich hier schon auch, ja, mit den vier Schwertern eine Energie wahr, wo er dann ähnlich wie bei den zwei Stäben zur Ruhe kommt, ja, die Schwerter des Denkens an die Wand hängt und sagt, okay, mein Kopf hat mich jetzt eigentlich kein Deut weitergebracht, danke für nichts, ich werde jetzt mal auf mein Herz hören, was wir da so haben. Ja, weil wir hier auch den Vogel und der Esel, das Ego, die Sturheit, das Denken, der Vogel, die Vogelperspektive. Dieses ganze Thema, was er da oben hat, wird er feststellen, okay, das darf ich mal beenden, ja, das hier auch beenden. Ich darf auf dich zukommen, ich darf aus freiem Herzen und meinen Gefühlen folgen, darf auf dich zukommen und ich lasse mir jetzt nicht vom Kopf die ganze Zeit alles irgendwie kaputt machen. Also er zerdenkt quasi die ganze Geschichte mit euch, aber da wird er in der nächsten Zeit tatsächlich merken, das war ein Fehler. So, was haben wir bei dir noch? Ja, es geht auch in der nächsten Zeit um deinen Herzschmerz. Ich merke schon, ich habe schon aus deinen Karten gesehen, du hast Herzschmerz. Ja, du hast Liebeskummer, du hast Kopfkino, Gedankenkarussell, ja, möchtest gerne Klarheit, willst gerne die Chance mit ihm ergreifen, möchtest aber, dass das aufhört, dass er dir nicht das gibt, was du gibst, du möchtest mehr von ihm. Davon hält ihm sein Kopf ab, ne? Herz ist bereit, aber in den Tendenzen kann man schon sehen, dass da einer bald die Schwerter des Denkens an die Wand hängt. So, schauen wir mal, was wir noch sehen. Das Haus, ja, das ist die Basis und das ist das Fundament in der Liebe. Ja, das ist etwas, worauf man aufbauen kann. Also in Bezug auf deinen Liebeskummer oder deine ganzen Fragezeichen, ja, das wird auch in der nächsten Zeit noch das Thema sein.
Aber der Hund ist die Loyalität, die Treue, die Anhaftung zu ihm, das Haus ist die Basis, das Fundament, das ihr habt. Ich gehe mal davon aus, dass das auch sein Thema ist, na? Dass er sagt, ja, da ist schon was, da ist was, worauf man aufbauen kann, was man verbessern kann, dass er versteht, okay, ich muss mal endlich aus dem Kopf heraus. Das ist das Thema für die nächste Zeit. Ich glaube mal, wenn wir, haben wir jetzt genau richtig reingeschaut in die Energien, mach dir nicht so ganz so viele Gedanken, schau auch, dass es dir gut geht. Na, nicht so viel hoffen, schauen, bangen, fragen, wieso, warum, weshalb, sondern tu dir Gutes. Der kommt schon gerade mit sich klar, mit der Zeit wird das schon. Derweil darfst du aber auch dir Gutes tun, deinen Weg gehen und dein Leben leben. Ja, von daher würde ich sagen, lasst viel Liebe da, bleibt gesund und seid lieb zueinander und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!